Clash of Cultures, das Zusammenprallen der Kulturen hier beim Afrika-Szenario von Civilization 5. Hier stehen sie sich feindlich und waffenschwingend gegenüber. Die portugiesischen Schützen mit ihren Bajonetten, die Impi mit ihren Speerträgern, unsere Zulu-Truppen, die wir anführen, und die sie begleitenden Tribocke, atmosphärisch sehr, sehr passend. Und wir beide sind auch wieder mit dabei. Ich, Writing Bull, und mein derzeitiger Mit-Let's-Player hier bei dieser Civilization 5-Reihe, das ist Zakor. Hallo, liebe Zuschauer. Hallo, Zakor. Ja, zwei Runden lang hast du mich jetzt schon, zwei Folgen lang gecoacht. Und jetzt kannst du mich auch ein wenig herumscheuchen und mir gute Tipps geben. Wie massakrieren wir diese Weißen in ihren weißen Uniformen mit ihren goldenen Gürtelschlössern am effektivsten? Ja, erstmal eine kleine Trauersekunde. Wir haben da ja gerade eine Einheit verloren, müssen wir sagen. Da, wo der Schütze jetzt steht, da stand vorher einer unserer Impis, der leider durch einen Überraschungsangriff einer Kavallerie so geschwächt wurde, dass er in den zwei folgenden Angriffen von den Schützen dann erledigt wurde. Da steht noch die Kavallerie, du zeigst es gerade. Sie versucht zu flüchten. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, so gut wie möglich uns zu rächen. Ich fürchte fast, dass wir die Kavallerie wieder nicht erwischen werden. Weil dort nämlich ein Bautrupp steht, der das eine Feld blockiert, von dem wir angreifen könnten. Ja, wir könnten natürlich mit unseren Bautrupps versuchen, einen Angriff auf die Kavallerie zu machen. Na, geht leider nicht. Die Spielmechanik macht ja nicht mit bei Civilization 5. Ich aktiviere mal das Hexfeldraster. Und ihr seht, die stehen hier wirklich alle dicht auf dicht. Und es ist ganz schön schwierig, hier zu manövrieren. Außerdem gibt es noch die Zone of Control. Das ist eine Kontrollzone rund um die Einheiten, die bisweilen auch die Bewegung noch ein wenig erschwert. Wenn die Feinde aufeinanderprallen, nicht sehr gut. Aber zumindest eine dieser Einheiten sollten wir doch eigentlich kriegen können. Eine auf jeden Fall. Es ist nur die Frage, ob es die Kavallerie sein könnte. Falls wir die Kavallerie schaffen würden, wäre das prima, aber ich fürchte fast, das wird nicht reichen. Weißt du, was ich gerne versuchen würde? Ich würde gerne versuchen, hier mit den drei Tribocken, die da stehen, ob wir damit nicht die Kavallerie schwächen können. Mhm. Weil die ja keine Verteidigungsboni genießt auf Hügelgelände und überhaupt keine. Mhm. Ja, also ich würde, ja, zieh erstmal dahin und befestige den Tribock. Und dann werden wir mal gucken, wie viel Schaden ein Tribock anrichtet. Und dann können wir mal kurz zusammenzählen, wie das nach drei Schüssen aussehen würde. Wie sieht denn das? Vielleicht hilft uns dabei auch Arminius, unser General, wenn wir ihn schon mal hier entziehen. Sehr gute Idee, ja. Sehr gute Idee. Perfekt. Mhm. So, jetzt wollen wir mal schauen. Das bringt... Ja. Das bringt schon mal einiges, wenn wir den dreimal beschießen durch diese drei Tribocke und dann den Impi, der hier steht, der mittlerweile ausgeheilt ist, den hier. Das sieht gut aus. Na, wenn wir den dann vorziehen. Mhm. Bekommen wir eigentlich unseren Heiler-Impi, der dort hinten steht? Kriegen wir den nach vorne irgendwie? Ja. Vielleicht wäre das auch noch, dann hätte man auch noch einen Flankenbonus. Aber dann riskieren wir natürlich wieder unseren Heiler-MP. Andererseits würde ich das empfehlen, weil wir dann auch noch Flankenbonus für diesen südlichen Schützen hätten. Ne? Da steht dann noch einer auf dem Baumwollfeld. Hier, ganz genau. Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns aber erstmal, also für diese Angriffe von Belagerungseinheiten, für Fernkämpfe, da zählt der Flankierungsbonus nicht. Genau. Also wir können jetzt erstmal den hier der Reihe nach dreimal angreifen. Mhm. Pass auf, dass du nicht aus Versehen den Bautrupp erwischst. Ja, echt. Das wäre bitter. 15? Naja. Auch schön. Ja, das sieht gut aus. Und Impi müsste ja sogar gegen Kavallerie Bonus haben, oder? Könnte sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte gut funktionieren. Weil eigentlich sind das doch diese Pikeniere, nur in anderer Form, nicht? Ja. Haben die nicht? Die müssten doch eigentlich Bonus haben. Ich zieh mal den hier hin, dann schnappt man schon mal den Bautrupp. ist natürlich ein bisschen witzig, weil wir haben die ganze Zeit versucht, die Truppen der Portugiesen auf unsere Felder zu locken, indem wir ihnen Bautrupps angeboten haben als billige Kriegsbeute. Und jetzt machen wir dasselbe umgekehrt. Peinlicher Augenblick. Sieht man, wie schnell der Computer lernt, ne? Ja, echt.
So. Lernt von uns auch seitdem noch. Wir sollten uns vielleicht dümmer anstellen, damit der Computer nicht so viel lernt. Und das wäre dann so eine Art Wettrüsten. Der Dummheit auf beiden Seiten bringt dann auch wenig. Wer zuerst seine Hauptstadt auflöst, hat gewonnen, ne? Eins muss natürlich klar sein, wenn wir hier draufziehen, dann kommen wir in Angriffsreichweite der Fernkämpfer der Stadt in Silverporto. Die kann uns dann beschießen. Und wenn wir ganz viel Pech haben und hier über diese Eisenbahnlinien beispielsweise Schützen dann nach vorne ziehen, dann könnte die Einheit auch bald futsch sein. Aber so stark ist Silverporto auch nicht. Und wir haben auf dem Gelände einen Bonus. Da wir die Beförderung haben. Die auf dem Hügel uns Stärke gibt. Das war ganz gut. Wir haben relativ wenig verloren an Lebenspunkten hier. Und wieder 34 Kulturpunkte. Sehr prima, schön. Super. Und jetzt kümmern wir uns um diesen Herrn hier, beziehungsweise diese Herren hier, die auf dem Baumwollfeld stehen und damit im Grunde genommen Grabschändung betreiben. Da ist einer unserer Helden gefallen. Genau, und die trampeln da zwischen den Baumwollfeldern herum und durch dessen Knochen. Das gehört sich nicht. Den sollten wir ein bisschen gute Kinderstube lehren. Einmal mit dem Tribok können wir drauf schießen. Immerhin. Und jetzt die Frage, mit welchem Impi zuerst? Der ist etwas stärker, hätte aber einen Nachteil durch die Flankierung. Der andere ist etwas schwächer. Die Frage ist ja, der zweite, der angreift, der wird dann auf diesem Feld landen. Wie rum wollen wir unsere Einheiten postiert haben? Das sollte dann am Ende der Stärkere sein, nicht? Dann wahrscheinlich so, wie du jetzt gerade hältst, wäre besser. Sprich, mit dem Schwächeren als erstes angreifen. Der bleibt dann stehen in Sicherheit. Und der Stärkere räumt dann das Feld frei und hat aber noch genug Lebenskraft, um dem Angriff zu widerstehen. Die Rache ist vollkommen. Ja, sehr, sehr schön. Zwei Einheiten auf einen Schlag, in einer Runde, auf einen Streich eliminiert. Bleibt nur noch dieser Schütze übrig und die mutmaßlich Dutzenden von anderen Schützen, die jetzt schon herankommen aus dem Hinterland auf dem Fork of War oder die da produziert werden. Naja, muss man jetzt durch. Schau mal, 200, knapp etwas mehr als 200 Punkte liegen wir hinter Jules Grévy, dem punkteführenden noch zurück und es sind noch 27 Runden zu spielen. Und mit jedem, ja, mit allen Kulturpunkten, die wir erringen, durch unsere Siege hier, rücken wir ein bisschen auf. Darauf wollte ich gerade ansprechen. Wir haben nämlich durch diese zwei Siege genug Kulturpunkte errungen, dass wir eine Sozialpolitik auswählen können. Da kannst du mal klicken. Dadurch, dass wir die zwei Einheiten... Es erscheint eine wählbare, kostenlose große Persönlichkeit. Das ist jetzt die Frage. Wollen wir uns zum Beispiel einen großen Künstler holen? Wollen wir uns einen General holen, um damit doch noch eine Zitadelle bauen zu können oder um die Generäle irgendwie verteilen zu können? Großer Ingenieur macht wenig Sinn, großer Händler macht wenig Sinn, großer Admiral erst recht nicht. Was übrig bleibt, ist wahrscheinlich großer Künstler oder großer General. Was meinst du? General brauchen wir eigentlich nicht, wir haben ja noch drei. Haben wir eigentlich. So viele Fronten haben wir jetzt auch nicht, dass wir da noch einen bräuchten. Welche Möglichkeiten würden uns mit einem großen Künstler geboten? Das wäre wahrscheinlich dann noch das Sinnvollste, da wir dann einfach mehr Kultur hätten. Wenn wir zum Beispiel das Gold der Zeitalter verlängern könnten oder vielleicht sogar direkt ein politisches Traktat schreiben könnten. Schreiben lassen könnten natürlich. Es kommt dann auch darauf an, welchen Künstler man bekommt. Ne? Das ist ja nicht... Das sind hier die. Die können ein großes Kunstwerk schaffen, das Kultur und Tourismus generiert. Die Gebäude dafür müssten wir haben. Und Alternative wäre halt goldenes Zeitalter erschaffen. Ja, machen wir das jetzt? Was holen wir uns? Genie. Also ich würde wahrscheinlich... Ja.
würde wahrscheinlich dann den Künstler auswählen und einfach darauf hoffen, dass die Kultur. Wissenschaftler brauchen wir nicht, Händler brauchen wir nicht, Ingenieur brauchen wir nicht, Generalhändler, Schriftsteller, Musiker. Also im Grunde genommen ist es ja. Wer dann nicht, aber der große Schriftsteller am sinnvollsten, der kann doch ein politisches Traktat schreiben, oder? War das nicht? Da kriegt man doch sofort Kultur. Weil wenn wir jetzt einen von den anderen ansiedeln, kriegen wir, glaube ich, pro Runde 2 Kultur. Bei 27 Runden heißt das 54 Kultur. Ich glaube, da bringt so ein Traktat mehr. Das Blöde dabei ist, in einer unserer Städte entsteht in Kürze ein großer Schriftsteller. Aha. Und hier, schau mal hier, in 3 Runden. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn wir jetzt einen anderen großen Schriftsteller schon haben, auch wenn wir den bloß geschenkt bekommen, dann wird der hier etliche Runden später erst freigeschaltet werden. Ja, ich glaube, du hast recht, ja. Ja. Müssen wir uns denn jetzt schon entscheiden? Yep. Sonst kommt kein Rundenwechsel zustande. Das ist natürlich blöd. Also großer Schriftsteller macht keinen Sinn deshalb, finde ich. Wir würden einfach den verschenken, den wir in 3 Runden bekommen würden. Alternative wäre halt großer Musiker, großer Künstler. Dann müsste man praktisch den wählen, der uns das goldene Zeitalter verlängert, oder? Das wäre dann, glaube ich, das nächste Sinnvolle. Das goldene Zeitalter bringt uns ja auch Kultur und Produktion und Gold. Die gesamte Kultur ist um 20% erhöht. Guck mal, wie viel das macht, wenn wir auf dieser Kultur sind. Im Augenblick haben wir 36 Kultur pro Runde, wobei ich nicht weiß. Ich meinte mal mit der Maus nur darüber halten, über diese 36 da. Das ist dann, glaube ich, aufgeschlüsselt, von was wir. Guck mal, vom goldenen Zeitalter kriegen wir 6. Das heißt, wir würden 6 Runden lang 6 bekommen. Das ist 36. Das wäre also weniger als eine Ansiedlung von diesem Künstler uns bringen würde. Wir hätten aber dafür mehr Produktion und mehr Gold. Schwierige Frage. Das ist wirklich nicht leicht zu entscheiden. Schwierige Frage. Das heißt, das Spiel ist hier anscheinend gut ausbalanciert. Danke, liebe Entwickler, dass ihr uns quält. Und wir werfen jetzt mal eine Münze. Hast du eine an der Hand? Soll ich meine Kreditkarte werfen? Ich hab hier eine mazedonische Münze, eine 2-Denar-Münze. Wunderbar. Wir waren nämlich letztens in Mazedonien im Urlaub. Perfekt, dann wollen wir jetzt mal den Zuschauern zeigen, wie wahre Strategen lebenswichtige Entscheidungen bei einem Globalstrategie treffen, nämlich durch kühlen Verstand und durch ein bisschen Losglück oder Pech. Großer Künstler ist natürlich Bild und der Musiker ist selbstverständlich die Zahl. Gut, ich werfe. Blim! Und wir haben Kopf, sprich einen Fisch habe ich hier. Ein Fisch? Das war der Künstler dann. Mein Sternzeichen, großer Künstler, ich hab's doch gewusst. Siehst du, das ist ein Zeichen, da müssen wir das so machen. Genau, ein Zeichen. großer Künstler wurde geboren. Wunderbar. Da ist er. Da steht er jetzt hier. Giotto di Bondone. Der große Künstler. Und den kümmern wir uns nachher. Genau. Okay. Wollen wir erstmal wieder ein bisschen weiter kämpfen. Hier, Silly Sheep, Tribok, Angriff auf den hier. Der wurde eben schon mal angegriffen. Ansonsten würde ich aber so erstmal heilen, das was da steht. Da brauchen wir nicht weiter vorrücken. Hier wird geheilt. Da wird eine Falle gebaut mit dem Bautrupp, auf die kein Schwein eingehen möchte. Ja, und der Späher hier, können wir eventuell sogar auflösen. Der bringt, ach nee, hier, den schicken wir Richtung Südwesten. Und gucken vielleicht mal. Ist da ja noch ein Naturwunder, wenn das wirklich zufällig ist. Aber wo? Wir können auf diese Berge nicht ziehen. In diesem Fog of War meine ich, den du gerade gemeint hast. Unten, alles klar. Weil wenn die wirklich zufällig verteilt sind, die Naturwunde, dann sollte man doch da mal nachgucken. Machen wir. Und ja, hier haben wir schon alles ausgekämpft. Der hier, der kann weiter heilen. Könnte angegriffen werden, aber dann sind die Portugiesen ihr Unglück selber schuld. Ja, der Bautrupp. Was macht der Bautrupp?
Löcher in die Luft starren. Kann ja weiter als Falle da stehen bleiben. Genau, bleibt er da stehen und... So, und der ist mittlerweile ausgeheilt, der Impi. Hier dauert es übrigens in Mosambik noch wie lange? 3 Runden. 3 Runden nur noch. Der kann schon Richtung Süden ziehen, der Impi, finde ich. Ja. Wir wollen ja Port Elizabeth angreifen, die Küstenstadt, die früher den Engländern gehörte, dann uns und mittlerweile wieder den Portugiesen. Noch ein Impi, den sollten wir hier oben stehen lassen. Ja. Zur Abwehr der portugiesischen Angreifer. Hier haben wir Impi, die einen können wir vielleicht, der sollte noch weiter halt aus. Den können wir erstmal stehen lassen, danach kann er hier Richtung Sansibar ziehen. Und der zieht bereits hier hoch. Den kannst du ja mal da schon nach vorne schicken, nicht, dass da irgendwelche Barbaren unsere Bautrupps klauen, das, oder? Das ist eine gute Idee. Hier wollen wir eine Straße bauen. Der baut auch eine Straße. Wir können übrigens das so machen, dass wir die Straße jetzt zwar schon anbauen, aber noch nicht fertig bauen, weil dann haben wir die Kosten nicht. Du hast praktisch jetzt eine Runde schon die Straße angebaut und müsstest jetzt den Bautrupp den Befehl wieder abbrechen. Und dann kannst du einfach bei Bedarf die Straße fertig bauen. Das ist sehr gut und das mache ich bei Einzelspielerpartien auch. Hier würde ich sie deshalb gerne bauen, weil wir das erfahrungsgemäß vergessen, wo wir dann welche Straße angebaut haben. Weil wir spielen die Partie ja nicht in einem Rutsch durch, sondern alle paar Tage oder Wochen nehme ich was auf und das ist einfach unrealistisch. Okay. Hier kann man ja leider keine Markierungen setzen. Ne? Das ging bei Civ 4, genau. Ging das, glaube ich. Da konnte man sich immer schön markieren, wo was gebaut war. Ja, das war echt super. Allmählich können wir hier schon vorrücken, Richtung... Ja, vor allem Triebe brauchen wir da. Da könntest du vielleicht den von die zwei von Pretoria schon mal näher ranziehen. Da stehen 2 Trieböcke bei Pretoria. Dass wir die schon so ranziehen, dass die dann in der nächsten Runde vor die Stadt ziehen können. Der kann erstmal warten. Gut, dann ist das aber auch. Na, ist egal. Nee, das ist ja in Ordnung. Dann. Da verliert man ja nichts bei. Der kann trotzdem nächste Runde abfahren. So, jetzt was mit dem Künstler. Was tun? Wieder die Debatte von eben. Was sind die Alternativen? Das große Werk wird im Gebäude Palast. Also wenn wir den jetzt wirklich für Kultur einsetzen wollen würden, wäre glaube ich das große Werk besser, da wir in den 27 Runden noch 54 Kultur bekämen. Mhm. Oder das goldene Zeitalter ist wahrscheinlich allgemein besser. Mhm. Weil wir da zwar nur 36 Kultur bekämen, aber dafür noch Gold und Produktion. Deswegen würde ich wahrscheinlich das große Zeitalter nehmen. Das goldene Zeitalter wäre ich auch für, weil im Vergleich zu den Kulturbeträgen, die wir durch das Töten fremder Einheiten bekommen, nämlich 34 Kulturpunkte sind das in der Regel, verblassten doch die Kulturpunkte, die wir bekommen, dadurch, dass wir dieses große Werk hier erschaffen. Ja, vor allem, da wir ja wissen, wie viele Runden noch gespielt wird, dann können wir es ja begrenzen. Ein Lichtstrahl geht zum Himmel empor und die Kultur der Zulu wird erleuchtet. 10 Runden dauert jetzt noch unser goldenes Zeitalter. Eine Runde weiter. So, da ist noch ein Bautrupp, der noch was will. Genau. Der möchte, dass wir ihm sagen, bestell die Äcker. Ach, das ist ja aber wirklich eine Dame hier, die Victoria von England, die ist ein bisschen unstet in ihrem Verhalten, finde ich. Erst denunzieren und jetzt Botschaft. Ja. Die will wohl spionieren. Welche Botschaft möchte die uns damit geben, dass sie uns die Botschaft anbietet? Mir ist die Botschaft wirr. Ja, sie sendet da wirklich
verwirrende Signale, einmal so, einmal so. Machen wir aber, ne? Ja, schadet wahrscheinlich nicht, wenn sie uns dafür dann nicht angreift. Wir sind ja auch neugierig. Eben haben wir nur sie noch beschimpft, als sie uns denunzieren wollte oder sie zurechtgewiesen, zurückgewiesen in die Schranken. Und jetzt nehmen wir ihr Angebot schon wieder an. Weil wir vielleicht letztlich genauso temperamentvoll, sprich unstet sind wie diese Dame. Ja, wir könnten ja jetzt argumentieren, wir wollten nur wissen, wo die Hauptstadt ist, damit wir dann effektiver Krieg führen können. Ganz genau. Argumente bekommt man doch immer irgendwo zusammengekratzt für sein Verhalten. Ja. Silber Porto attackiert unseren Impi-Krieger. Damit hatten wir gerechnet. Das schreckt uns nicht. Mhm. Weißt du, was ich da jetzt gerade denke? Mhm. Die Stadt hat vielleicht gar keine Einheiten mehr als Verteidiger. Vielleicht wäre da doch mal ein Vormarsch. Wir haben ja da auch noch Trieböcke. Oh ja. Vielleicht haben die all ihre Truppen hier... Oh, guck mal hier. Wie süß. Vielleicht haben die all ihre Truppen tatsächlich hier verjubelt und verprasst, als sie diesen Vorstoß gemacht haben. Bevor wir aber Offensivpläne schmieden, müssen wir erstmal diesen Schützen hier auch noch beseitigen. Das schaffen wir. Ja, der hat Priorität, der muss weg. Falls wir Silber Porto angreifen, dann ziehen wir mit 4 Trieböcken los. 2 von hier, 2 von da. Das würde genau reichen. Und wir haben ja 1, 2, 3, 4. Andererseits ziehen wir Trieböcke hier auch schon Richtung Süden. Ja, aber wir haben genug. Das können wir uns leisten. Ich frage deshalb, weil ich darüber nachdenke, ob wir mit diesem Tribok hier den Angriff machen auf diesen portugiesischen Schützen oder ob wir mit dem übersetzen über den Fluss. Aber ich glaube, wir beschießen erstmal den Gegner. Ja, ja. Erstmal. Erstmal alle Hindernisse aus dem Weg räumen und dann die Offensive. Wir haben ja auch schon ziemlich angekratzte Truppen da. So, jetzt den Heiler würde ich jetzt erstmal weiter heilen lassen. Da steht einer, der auf der Baumwolle ist. Der hier? Nee, war der falsch. Der hier? Das ist nicht der Heiler. Achso, ja. Das ist der Wunderarzt. Der halt. Ich hatte mich geirrt. Der gibt allen benachbarten Einheiten 5 zusätzliche Trefferpunkte pro Runde. Ja. Ja, wir, die sind umzingelt und das könnten wir doch nutzen. In dem Fall würde ich aber ja dann gucken, so dass du den, genau, mit den südlichen Einheiten angreifst, damit der Heiler den einen auf der Baumwolle heilen kann. Okay. Da ist ja dann auch nichts mehr da, was uns angreifen könnte. Auch mal keine Angst haben. Oh, das sieht gut aus. Sehr gut. So, ne? Hat, ja. Der hat so, glaube ich, sogar eine Beförderung. Prima. Wieder 34 Kulturpunkte. Und ein Bautrupp. Was wir noch nicht genug haben. Was natürlich unsere Goldbilanz arg eindämmt. Vielleicht lösen wir doch zwischendurch mal ein paar Bautrupps auf. Ja, wäre vielleicht sinnvoll. Der steht wir brauchen ja eigentlich keine. Ja. Der steht nicht innerhalb unserer Kulturgrenzen. Unser Heiler steht hier. Den sollten wir wieder zurückziehen, finde ich, auf irgendein Feld. Innerhalb unserer Kulturgrenzen, wo andere zum Heilen dann drumherum sich hinstellen. Vielleicht schickt den einfach ein Feld nach Osten und dafür den Tribok schon mal Richtung Süden und dann nach Osten. Wohin? Damit der schon mal da in Position gehen kann. Nicht direkt vor Silver Porto, sondern dass der auch schon mal Richtung Westen in Position gehen kann. Also erstmal nach Süden und dann außerhalb der Reichweite der Stadt schon mal nach Westen ziehen. Weißt du? Und Achso. Moment. Ein Tribok hier, der kann ich mehr ziehen. 1-2 Richtung Westen. Der geht hier nach Silver Porto und der geht hierhin beispielsweise. Ja. Wobei, ist die Frage, wir wollen ja eigentlich jetzt noch nicht vorrücken. Wir wollen erstmal kurz warten, bis alle Trieböcke dann in Position sind. Na gut, ist glaube ich egal. Den zur Heilung zurück, ja.
Dann vielleicht den Tribok doch an den See ziehen. An den See? Nicht an den See, an den Fluss. Entschuldigung. Ich würde gerne diesen Bautrupp mal hierhin ziehen, um weiter Silver Porto zu beobachten. Der wird aber dann sterben. Wahrscheinlich durch die Bombardierung. Ach, wie furchtbar. Du bist da grausam. Wir reden ja über Zivilisten. Das interessiert dich also nicht, was mit den Zivilisten passiert. Wenn ich Zivilist bin, interessiert mich sehr, was mit Zivilisten geschieht, aber wir wollen hier einen Krieg gewinnen. Na, meine Argumentierung wäre jetzt so, dass wir, wenn wir den auflösen, kriegen wir Gold dafür. Da würde ich ihn lieber auflösen, als ihn sterben zu lassen. 11 Gold. Mhm. Ja, und hier im Süden, da warten wir einfach noch ein bisschen ab. Wozu? Du willst schon angreifen. Naja, wir ziehen ja eigentlich nicht mehr Truppen ran. Wir haben jetzt eigentlich schon alles vor Ort, oder? Dann, ja, wir haben erst 3 Tribocker. Das ist ein bisschen dürftig, aber es sollte reichen. Ich zieh mal mit einem Impi. Der hier hat nur 2 Fortbewegungspunkte. Mhm. Vielleicht mal, Moment. Also der Tribok, der könnte hier hin. Das mhm. ist ein Wald. Das ist eine Ebene hier. Da kann man drüber hinwegschießen. Mhm. Das heißt, 1, 2... Das, diese Zitadelle hier, die ist ja jetzt portugiesisch. Das heißt, da sollte man nicht ranziehen. Auch nicht in die Nähe, weil die sonst uns schwächt. Das heißt, hier kann ein Tribok stehen, da kann ein Tribok stehen, da kann ein Tribok stehen. Okay? Na, der müsste, dieser ganz westliche Tribok, der muss noch ein Feld näher ran. So? Genau. Ja, der muss da. Der kann vermutlich nicht über den Wald hinwegziehen. Nee, da müsste dann ein Hügel sein. Aber das ist, glaube ich, kein Hügel da, oder? Das ist nur Wüste. Glaube ich auch nicht. Da muss er auf den Wald. Und da steht eine Fregatte drin. Aha. So, der zieht hier hin. Mhm. Und dann die Impis auch gleich mit ran, damit die Schiffe und die Stadt was zum Ballern haben. Genau. Nicht, dass sie uns die Tribücke angreifen. Kampfstärke beim Kampf in unwegsamem Gelände. Mhm. Das hier ist eine Ebene. Aha. Hierhin vielleicht. Mhm. Ja gut. Mhm. Wir werden wahrscheinlich eh 2 Runden bombardieren müssen. Mhm. Okay. Oh, da ist noch einer. Der hier hat... Ja, wir haben genug Impis, da können wir auch mal ein bisschen Feuer einstecken. Kriegen wir den auf die Ebene? Nee, doch. Da ist doch... Hierhin, der kommt doch auf diese Mine, genau. Das passt doch, der ist doch... Und das ist auch ein Panzerschiff, okay. Den General... Na, der General deckt alle ab, ja gut. Aber da würde ich trotzdem noch irgendwas hinstellen, einfach... Nicht, dass wir den vergessen. Wir hatten ja gesagt, dass wir keine nackten Generäle sehen wollen. Ja, geht. Muss nicht sein. Möchte auch Jeanne d'Arc nicht sehen. Und sie selber muss sie auch nicht entblößen. Wohin? Hierhin oder hierhin? Ja. Hierhin ja, eher, ne? Da, wo er rundum gedeckt ist, dass dann wirklich keiner rankommt. Also genau. Hier ist es ja im Prinzip, wie soll da ein Feind hinkommen? Wo soll der herkommen? Ja, im Prinzip weiß ich das auch, aber ich bin paranoid, was das angeht. Es ist aber wirklich völlig unmöglich. Es ist absolut unmöglich. Wo soll mitten? Na gut, dann du willst, wenn du Jeanne d'Arc nackt sehen willst, dann lass sie da stehen. Dann mache ich das jetzt. Und hier können wir schon für Fernangriff in Stellung bringen klicken. Hier können wir von City Sheep aus die Bombardierung starten. Mhm. Und kommt wieder ein neuer Schütze. Schon wieder einer. Unfassbar. Und eine Kavallerie ist auch aufgetaucht. Die kann ruhig kommen, da haben wir eine Festung. Da geht nichts. Hier ist ein Tribok, den könnten wir... Vielleicht den hier doch rausziehen, hierhin. Und den Tribok, hier ist ja... Den ziehen auf die Straße, okay. Den Schützen hierhin, den Tribok, hier stehen nämlich 2 Tribocker in der Stadt. Die können ja nicht beide bleiben und den hierhin. Da kann er von da aus schießen. Das hier ist. Ja, wobei, nee, das der, ist könnte doch auch, der könnte doch auch auf dieses Feld, wo der geheilte Impi steht, da im Süden. Ist das nicht auch ein Hügel? Ja. Oder? Von da aus könnte der doch auch rüberschießen. Definitiv. Da würde ich lieber. Und wohin den? Hierhin? Ja, dann irgendwo hinter die Stadt oder so. Nee, na, das Feld wollten wir als Fall offen lassen. Ja, aber es klappt ja nicht. Na gut, ja, dann macht es so.
Oder wir ziehen. Der ist ja voll geheilt. Ich ziehe den erstmal hier hin. Der kommt hier hin. Okay. Mhm. Naja, wie es hier weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir kommen mit dieser Runde hier nicht komplett durch. Es gibt noch einiges zu klicken beim nächsten Mal. Ja, dann seht ihr auch den Angriff. Wir gehen zum Gegenangriff gegen die Portugiesen. Wir werden versuchen, Port Elizabeth zu erstürmen. Mit ein bisschen Glück sollte das sehr, sehr schnell schon funktionieren. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.